Schild, ja. Da bringt es noch nicht. Er blockt, sehr gut. So, einmal getroffen. 34 Schaden zugefügt. Wegen der Geschwindigkeit ein Minus von 1%. Und wir haben dies besiegt. Geschwindigkeitsbonus minus 4% und 40 Schaden hinzugefügt. Und die Einhandwaffen wurden gesteigert. Er wurde getötet und wir haben 80% Erfahrung bekommen. So, da kommt jemand. Ein Händler aus Braun. Geht es euch gut? Nun, ich denke, ihr seid auf jeden Fall am Leben. Ich bin nicht so sicher, ob das auch auf dem anderen Knaben zutrifft. Doch das ist ein Dieb weniger auf unseren nächtlichen Straßen. Obwohl er weiß, der Himmel nicht der letzte sein wird. Naja, vielleicht könnt ihr mir dabei etwas behilflich sein. Reden wir drinnen. Hier draußen weiß man nie, wer zuhört. Der Händler bringt euch zu seinem Haus. Kaum hineingegangen, bleibt er für eine Weile an der Tür stehen und beobachtet die Straße. Als er dann endlich überzeugt ist, dass euch niemand gefolgt ist, nähert er sich euch und beginnt zu sprechen. So, ja. Also die Steuerung ist eigentlich relativ einfach. Mit WASD bewegt ihr einen Charakter, mit der Maus die Steuerung von der Kamera und ja, die Sachen nehmen man eben mit den 1, 2 oder 3, 4 raus und ja, mit E redet ihr jemand an. Also ist so bei mir angestellt. Nun, lass mich an meinen Vorschlag erläutern. Wir hatten schon immer Briganten in den Hügeln, die durch Krieg, Schulden oder Liebe zur Gewalt in diesen Lebensstil wählten. In letzter Zeit sind sie aber frecher geworden. Sie verlassen ihr Lager in der Wildnis und trauen sich in die Stadt, wo sie noch leichte Beute suchen. Der Wachhauptmann sagt, es kommt durch die Kämpfe an allen Fronten. Es sind weniger Männer da, die ein Auge auf die Straßen haben können. Aber ich bin nicht so sicher, was ich davon halten soll. Mir erscheint die logische Erklärung zu sein, dass diese Banditen einen Verbündeten innerhalb der Mauern haben, der ihnen hilft, sich unentdeckt Zugang zu verschaffen und ihnen bei der Identifizierung besonders lohnender Ziel zur Hand geht. Letzte Woche haben sie meinen Bruder entführt. Ich weiß nicht, was mein Bruder sich dabei dachte, ein Junge aus prominentem Hause in Zeiten wie diesen nach Ausbruch der Dunkelheit alleine auf der Straße. Nun, ihr wart auch so naiv, aber ihr seid fremd hier und wusstet nicht, wie schlimm es hier mittlerweile zugeht. Er hatte keine solche Ausrede, aber er gehört zur Familie. Was soll man also machen? Wenn man seine Familie nicht beschützt, beginnen die Leute zu denken, man könnte auch seine Investitionen nicht schützen und das darf nicht sein. Verzweifelsohne wird die Bande sich bald wegen Lösegeld melden. Aber ich habe keine Absicht, es zu zahlen. Hier ist es also mein Vorschlag. Ihr seht aus wie jemand, dessen Klinge so einiges gesehen hat. Und noch wichtiger, ihr seid bestimmt ehrgeizig, sonst würdet ihr nicht in Quadratio euer Glück suchen. Ich möchte, dass ihr Folgende für mich tut. Schart einen kleinen Trupp zusammen, findet diese Banditen in meinem Lager, erteilt ihnen eine Lektion, die sie nicht vergessen werden, und holt meinen Bruder sicher zurück. Dafür bekommt ihr meinen ewigen Dank und ein bisschen Silber. Was sagt ihr? Ich bin interessiert. Ich bin nicht interessiert und habe Wichtiges zu tun. Aber wir schlagen das mal hier nicht aus und nehmen es an. Ihr werdet diese aber nicht alleine tun können. Wenn ihr versucht, einen ganzen Bandit eigenhändig anzunehmen, wird aus dem Jäger der Gejagte. Ihr solltet zuerst einen Trupp Freiwilliger ausheben. In den Dörfern hier gibt es immer ein paar Bengel, die nach interessanterer Arbeit sucht, als Felder zu bestellen oder Wasser zu schleppen. Sie werden euch folgen, wenn ihr zahlt. Nehmt also diesen Beutel mit 100 Dinaren, seht also es als Vorschuss auf eure Belohnung an. Macht die Runde durch die Dörfer und hört mit diesem Geld Hilfe an. Ich schätze, ihr braucht mindestens 5 Männer, um diese Banditen zu besiegen. Sehr wohl, Herr. Ich werde eine Truppe in den Dörfern rekrutieren. Gut, sucht mich wieder in der Taverne hier in Braun auf, wenn ihr eure Truppe zusammen habt. Dann sprechen wir über den nächsten Schritt. So. Ihr habt eure erste Quest angenommen. Ihr könnt euch eure Questlog jederzeit durch Druck auf die Taste Q ansehen. So.
Also, gut, ja, das ist die Minimap, also die Weltkarte. Und hier könnt ihr mit der rechten Maustaste euer Blickwinkel ändern. Auch das Zoomen geht so. Aber ihr könnt natürlich auch mit dem Mausrad zoomen. Und bewegen einfach mit der linken Maustaste und mit der rechten Maustaste nichts. Okay. Dann haben wir hier unten ein paar Sachen. Das Gelände. Mit dem könnt ihr eigentlich so ja, relativ World Edit machen. Könnt ihr verschiedene Sachen hier ändern. Ich habe es jetzt noch nie gemacht. Das dürft ihr gerne mal ausprobieren. Ja, müsst ihr ein bisschen Englisch können, aber ja, ist jetzt nicht so schwer zum Übersetzen. Im Lager könnt ihr zum Beispiel Diplomatie-Einstellungen, Aktionen vornehmen, einige Zeit hier warten oder weiterreisen. Für den Mod gibt es hier ein paar Sachen. Ja. Hier kann man ein paar Sachen deaktivieren. Das machen wir mal an. Das ist sehr wichtig, weil ich will nicht immer, dass ein Volk für immer ausgelöscht wird oder so. Und wenn sie wieder rückkommen, das wäre immer wieder ein bisschen gut, dann haben wir wieder ein bisschen Kampfpartner oder unsere Kollegen kommen wieder zurück und so. Mehr KI-Anpassungen, wenig aktuell durchschnittlich. Stark experimentell. Wir machen mal auf easy, also wenige. Aktuell wenige. Wir werden mal mit weniger anfangen. Hier werden wir auch niedrig lassen. Voreingenommenheit ändern. Zum Beispiel Frauenfeindlichkeit aktuell durchschnittlich. Frauenfeindlichkeit deaktiviert. Frauenfeindlich aktuell hoch. Frauenfeindlich aktuell durchschnittlich. Aktuell deaktiviert. Wir werden mal am Anfang deaktivieren und werden dann später auch mal anmachen. Ungefähr Pferdegeschwindigkeit auf Standard. Aktivieren. Ja, wir werden es mal aktivieren. Ich glaube, das ist jetzt aktiviert. Und ja, mehr gibt es hier nicht zu machen. Dann eine Aktion auswählen. Da können wir Bücher lesen, zieht euch aus dem Abenteuer zurück, da könnt ihr das Spiel beenden, aber das macht irgendwie gar niemand, habe ich das Gefühl. Da werden wir mal ein Buch lesen. Und wir haben ein Buch, die Methode mechanischer Theoreme. Okay, ihr blättert durch Methode mechanischer Theoreme, aber findet den Text verwirrend und schwierig. Trotz aller Versuche habt ihr schon bald heftige Kopfschmerzen, müsst den Versuch aufgeben. Also wenn ihr zu wenig Intelligenz habt, könnt ihr leider das Buch noch nicht lesen, aber das ist dann beschrieben. Und hier können wir noch ein bisschen warten, aber das müssen wir jetzt nicht. Wir nehmen hier Trupp, nein, wir nehmen hier Charakter, auch nicht, Inventar. Und hier haben wir das Buch, so. Erfordert 12 Intelligenz zum Lesen. Und wir haben? Ja, 11. Okay. So, Lagerberichte. Hier könnt ihr alles lesen. Zum Beispiel über euren Charakter. Wir haben ein Ansehen von 100. Das ist Standard. Und Endbewertung 3. Ja, 0 ist Standard. Und dann könnt ihr mehr haben. Gefährtenmissionsbericht. Ja, das können wir dann alles später durchmachen. Ja, die Adligen haben wir natürlich noch nicht getroffen. Fraktionsbeziehungen.
Ah, das ist jetzt neu vom Diplomacy, die Mod. Früher war einfach zu sehen, die haben da mit dem Krieg und so ist euer Verhältnis zu einem. Und hier können wir schon viel mehr wissen. Zum Beispiel König Gösvardian hat mit Werdgier eine Waffenruhe für 20 Tage. Und das heißt das 10. Keine Ahnung. Hier können wir auch schauen, wie viele Karawanen sie haben und wie viele Fürsten. Hier haben wir zum Beispiel Krieg. Haben sie Krieg miteinander? Die haben Frieden, zum Beispiel Saraniten und Khanat-Kergit. Ja, sehr schön gemacht vom Mod. Und hier können wir so eine Gesamtliste über die Towns machen, also über die Städte, Burgen und Dörfer. So, Aufgaben ist eigentlich klar. Wir haben eine Quest, müssen 5 Männer rekrutieren. Inventar ist eigentlich auch klar. Hier haben wir die Sachen, wo wir ausgerüstet haben. Die haben Körperpanzerung und Beinschutz zum Beispiel. Und hier Schaden, Genauigkeit. Ja, Schaden. Hier ist Schwingen. Stoß, also Schwingen heißt mit einem Schwert oder so, schwingen. Stoß heißt eben Stoßen mit einem Speer oder so. Und dann gibt es, glaube ich, noch Hacken oder so. Sehr mit einer Axt. Und Keule haben auch irgendwas. Und ja, hier sehen wir das Rundschild. Hat ein Gewicht von 2 bis 5, 2,5 und Widerstand 2. Größe 100, Geschwindigkeitswertung 93. Hier unten sehen wir die Gesamtpanzerung, hier sehen wir das Geld. Und ja, haben wir das schon hier. Hier haben wir das eigentlich alles schon erklärt. Und hier beim Trupp wird halt der Trupp angezeigt, hier rechts. Und die können wir auswählen, da können wir mit ihnen reden oder sie auflösen. Und ja, und zurücksetzen heißt einfach. Also einfach zurücksetzen, also nichts mehr auswählen. Gut. Gehen wir mal nach Pramen. Ihr seht nun die Weltkarte. Ja, das habe ich euch erklärt. Und oh, es ist ein Turnier. Die reiche Stadt Pramen wimmelt vor Leben. Die Menschen erscheinen wohlernährt und recht zufrieden. Handwerker machen gute Geschäfte und so manche Wandererarbeiter scheint aus anderen Regionen zu kommen. Gekommen zu sein, um hier sein Glück zu versuchen. Ihr seht das Banner von König Harlias von Königreich Swardin über den Stadttoren. Die Bevölkerung ist euch gegenüber gleichgültig null. Hier wird bald ein Turnier abgehalten. Jetzt können wir zur Burg gehen, also zum Turnier, zur Burg, Spaziergang durch die Straßen, besucht die Schenke, betretet die Arena, geht zum Marktplatz, wartet hier eine Weile, sprecht mit dem Guildenmeister. Ah, der Guildmeister kann man jetzt sofort aufrufen da, durch den Mod, weil den muss man eigentlich immer in den Straßen suchen. Ich erkläre euch, was die Sachen sollen, dann je nachdem, also ja, wenn man sie braucht. Wir gehen zuerst mal in die Schenke. Da gibt es ja Leute, die, wie zum Beispiel die Karawanenwache, wo angehört werden will. Ein Reisender, der sehr viel weiß über die Sachen. Händler aus Praven ist der Questgeber und Artimänner ist ein Mann, den man als Gefolge nehmen kann. Oh, sagt Freund, bringt euer Weg euch zufällig in Bälde aus der Stadt? Ja, was geht euch das an, wenn ich fragen darf? Ich werde euch zu Dank verpflichten, wenn ihr euch um eure eigene Angelegenheit kümmert, mein Herr. Ja, was geht euch das an, wenn ich fragen darf? Ich bin ein Baumeister, Spezialist der Befestigungskunst. Wenn ihr eine Mauer stürzen wollt, bin ich euer Mann, solange genug Zeit ist. Wenn ihr eine Mauer wieder aufbauen wollt, so kann ich euch dies tun, obwohl es länger dauert und euch mehr kosten wird. Und ihr könnt euch auch keine Kosten kürzen, es sei denn, ihr wollt euer neues Gebilde und euer Eingestürzen sehen, wie jemand hier gerade herausgefunden hat. Kurz.
trocknet immer mein Hals aus, weil ich ein bisschen asthmakrank bin und ja, da innen einfach zu wenig feucht ist. So, der Burgvogt hier in Braven wollte den Mauern einen neuen Turm hinzufügen. Leider ging ihm beim Bauhalbzeit das Geld aus, bevor ich die Stützen fertigstellen konnte. Ich sagte ihm, er würde zusammenbrechen, das geschah dann auch. Leider stand er zu dem Zeitpunkt darauf. Der neue Burgvogt hatte keine Lust, die Schulden seines Vorgängers zu begleichen und ließ mich wissen, dass ich eine Mordklinge ins Auge sehen würde. Und ich